Mesdames et messieurs, je ne sais pas très bien dans quelle langue je dois m'exprimer ce soir. Ça serait pas mal, in italiano, perché no? Non, je pense que la plupart des gens ici parlent l'allemand, donc je vais faire mon exposé en allemand vis-à-vis du public nombreux. Je vous salue bien cordialement et mon thème est justement de vous présenter un peu la thématique liée au Open Government Data, à l'Office fédéral de topographie. Wenn ich von Geodaten spreche, Sie haben hier einige Zahlen, eigentlich ist nicht nur eben auf Swisstopo gegrenzt, aber diesen Silo, den Golje vorher vorgestellt hat, ist doch ein dickes Silo oder ein großes Silo. Sie sehen hier eben die jährlichen Investitionen in Geodaten beim Bund, Kantonen, Gemeinden sind etwa 230 Millionen. Die Privatwirtschaft macht rund 500 Millionen Umsatz mit diesen Geodaten und die Wiedererstellungswert ist sicher über die ganze Schweiz über 5 Milliarden. Also doch, man spricht hier von recht relevanten Daten für die Schweiz. Wir haben seit 2008 ein neues Gesetz über Geoinformation und dieses Gesetz im Artikel 1 sagt, dass die Behörden von Bund, Kantonen, Gemeinden sowie Privatwirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft verfügen rasch, einfach und nachhaltig über Geodaten, die aktuell sein müssen in der erforderlichen Qualität zu angemessenen Kosten. Das ist ein wichtiger Punkt über das Gebiet der ganzen Eigenossenschaft, ganz klar für eine breite Nutzung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Ergolje hat eben die 10 Prinzipien von Open Government Data vorher vorgestellt. Ich habe eine Antwort mit diesem Geoinformationsgesetz dazu gegeben. Und Sie sehen, so schlecht sind wir nicht. Für Gewissen natürlich nicht genügend, ist mir völlig klar. Wo wir Lücken noch haben, ist eben beim Nicht-Diskriminierend. Da eben, wenn es gebührenpflichtige Geodaten geht, dann müssen wir einen Vertrag abschließen. Beim Lizenzfreien, da eben ist nicht für alle Daten sind bei uns noch lizenzfrei und nicht alle unseren Daten, aber nicht nur unseren Daten von Kantonen oder Gemeinden sind nicht überall noch kostenfrei. Und ich denke, Ihre Initiative sollte eigentlich ein Impuls in der kostenlose Richtung geben. Dagegen eben sind wir nicht proprietär. Die Daten, die wir zur Verfügung stellen, sind mit Open Software zur Verfügung gestellt, nämlich eben das ganze Geoportal des Bundes unter der Adresse mapgeoadmin.ca. Eben ist aufgebaut mit Open Software. Darunter finden Sie schon etwa 170 thematischen Karten. Können Sie diese Daten in A4 ausdrücken. Diesen Portal ist fünfsprachig vorhanden eben und das alles frei verfügen. Sie sehen auch die Resultate 2011. Also eigentlich für uns ein guten Erfolg. Ich denke, eben diese 170 thematische Karten kommen nicht nur aus Swisstopo, wir haben gar nicht so viele Daten, sind auch Daten von den anderen Bundesämtern. Und eben, ich denke, wir probieren doch in die richtige Richtung zu gehen. Und für mich, mit dem Open Government Data gibt es trotzdem gewisse Risiken. Goliath die kurz angetönt.
Klar, seine Rolle ist nicht einfach auf die Risiken einzugehen. Ich gehe trotzdem etwas mehr auf diese Risiken. Eben schlussendlich, wie Sie gesagt haben, ist auch eine Philosophiefrage. Ich höre auch sehr oft, was nichts kostet, hat auch keinen Wert. Man muss eben diese Feststellung irgendwie auch entgegengehen können. Das Risiko ist auch eben, ob wir von einem öffentlichen Monopol zu einem privaten Monopol übergehen würden. Also ich meine nicht in der Datenabgabe, natürlich nicht, aber in der Datenerhebung, in der Datenverwaltung. Also der Staat macht hier eine große Arbeit, flächendeckend, gleich für alle Regionen. Und man muss sich fragen, mit einer offenen Datenhaltung ist nicht eben das Gefahr, dass man von einem öffentlichen Monopol zu einem privaten Monopol übergeht. Und das wäre meiner Meinung nach auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Die langfristige Finanzierung ist für mich natürlich auch eine entscheidende Frage. Ich brauche ein bisschen Geld, doch, meine Damen und Herren, um innovativ zu sein, um gewisse Entwicklungen zu machen, einerseits für die Datenabgabe, aber auch um diese Daten zu verwalten, zu erheben und so weiter und so fort. Und wenn diese langfristige Finanzierung nicht gesichert wird, dann ich befürchte, dass man eben dann am Schluss weniger öffentliche Geodaten hat oder keine oder geringere Nachfrage verursacht. Ich bringe immer sehr gerne dieses Bild. Schlussendlich in der ganzen Diskussion, es hat es nicht nur Gewinner, bin ich der Meinung. Es gibt viele Gewinner, nämlich eben die Privatwirtschaft, ganz klar. Es gibt auch Gewinner innerhalb der Verwaltung, der Finanzdepartement, ganz klar. Wenn eben die Privatwirtschaft Projekte oder Aufgaben machen, dann bekommen sie mehr Steuer. Und es gibt im ganzen Spiel eben Loser. Und da bin ich der Meinung, sind eben Ämter, die diese Daten verwalten oder erheben. Und ich denke, die Diskussion sollte eigentlich alle drei Komponenten oder alle drei Key Player berücksichtigen. Also für mich eben die Öffnung von öffentlichen Geodaten ist ein vielseitiger und komplexes Thema mit verschiedenen Akteuren. Ist nicht nur Swisstopo im Spiel, sind andere Bundesämter, ganz klar, die auch Geodaten verwalten, aber auch Kantone, Gemeinden und der Privatwirtschaft. Wie Sarkozy schön gesagt hat, denke ich, wenn man einmal diese Geodaten öffnen, dann le point de non-retour est arrivé, das heißt, man kann nicht mehr zurück. Und man musste nicht nur kurzfristig denken, aber etwas langfristig. Das wäre meine Bitte. Aber schlussendlich ist ein politischer Entscheid und ich bin da, um die politischen Entscheide umzusetzen. Ganz klar. Kann ich ganz kurz machen. Herr Goli hat das schon gegeben. Die EU macht Druck in diese Richtung. Eben diese Pressekommuniqué vom 12. Dezember ist mir auch aufgefallen. Eben die EU will die Daten allgemein zur Verfügung stellen. Der andere Aspekt, noch einmal die Finanzierung. Die USA hat seit langem, Sie haben das auch erwähnt, Herr Gollier, seine Daten zur Verfügung gestellt. Jetzt mit den Budgetreduktionen ist eben das Gefahr, dass diese Daten nicht mehr richtig oder in der geforderten Qualität
nachgeführt und verwaltet werden. Das ist eigentlich meine größte Sorge. Die langfristige Sicherstellung der Finanzierung der Daten, die eigentlich alle dienen. In dem Sinn möchte ich hier meinen kurzen Vortrag abschließen. Das ist eben eine zeitgeistige Fragestellung und eine schöne Herausforderung für Swissdopo. Merci vielmals. Noch zwei, drei Fragen zu stellen, Herr Amstein. Sie haben gut auch die Risiken und Herausforderungen aufgezeigt. André Gollier hat die Chancen und das Potenzial gezeigt. Vielleicht haben die ein oder andere Person hier eine Frage an Herrn Amstein oder auch Herr Gollier, wie Sie gewisse Themen lösen würden, was Sie auf gewisse Fragen für Antworten haben. Somit, wem dürfte ich das Mikrofon geben für eine erste Frage? Besten Dank für das Referat und das schöne Schlussbild. Ich glaube, im Moment ist der große Protestwelle im Bereich von Swissdopo und Sie werden Bundesrat Ueli Maurer wird mit Mails belagert und wegen den Kostenpflicht der Daten ab 2012, glaube ich. Ich glaube, das ist ja auch wirklich nicht im Sinne des Parlaments. Wir wollten im Gesetz der Geodaten das wirklich freigeben. Wenn es nachher wieder kostenpflichtig ist, funktionieren anscheinend auch die Links nicht mehr dafür, die Wanderer, die da ihre ganzen Wanderkarten verlinken können. Warum muss jetzt plötzlich dieser Weg geändert werden und warum werden jetzt plötzlich diese Daten eben wieder, also die Situation verschlechtert, nachdem wir eine super Situation hatten? Alle waren begeistert über die Landestopographie. Danke, dass alle begeistert sind über die Landestopographie. Jetzt sprechen Sie eben ein Spezialfall an. Und ich weiß nicht, ob eben hier die, muss mir viel äußern über einen Spezialfall. Die große Lage ist, dass diese Firma einen Vertrag vor 2010 gehabt hat, mit einem Recht, die von 1941 basiert war. 2008 ist diesen Geoinformationsgesetz in Kraft getreten, dann noch verschiedene Gebühren, Verordnungen und unterdessen auch die Gebührenverordnung. Und den Recht hat sich eben in 2010 geändert. Und jetzt müssen wir einfach den neuen Recht anwenden. Und es gibt, es gibt im neuen Recht einen Unterschied, ob man die Daten privat oder für eigene Nutzen braucht oder für kommerzielle Nutzung. Und das Gesetz oder die Verordnung definiert sehr genau, was privat oder eigene Nutzung heißt und was kommerzielle Nutzung ist. Und der Fall, den Sie jetzt erwähnen, fällt unter kommerzielle Nutzung. Und natürlich für kommerzielle Nutzung muss man etwas mehr zahlen als für Daten, die man nur in der Familie oder für eigenen Gebrauch zur Verfügung hat. Danke auch für den Vortrag. Sie haben so ein Bild gezeigt, wo die Finanzverwaltung, das Finanzdepartement als Winner dargestellt wird. Da war ich etwas verwirrt, weil wenn Sie ja die Daten gratis und nicht kostenpflichtig herausgeben, besonders die, die sehr aufwendig erhoben wurden, dann
zahlt das der Steuerzahler, ja, also das Finanzdepartement muss ja mehr Ihnen zuschieben, wenn das der Kunde nicht mehr tut. Jetzt Frage, wie viel Einnahmen machen Sie mit Ihren Verkäufen von Daten und was würde sich ändern, wenn Sie sämtliche Daten, nehmen wir an, die gesetzliche Lage wäre anders, was würde das ausmachen? Und das Zweite ist, wie viel kommerzielle Nutzung gibt es eigentlich über Ihre Daten, die zu kommerziellen Zwecken weiterverwendet werden? Können Sie uns da so eine Idee geben? Ja, gerne. Also diese Grafik, die Sie erwähnen, stellt die heutige Lage dar. Also nicht nach Open Data, das ist einfach die heutige Lage. Jetzt auf Ihre Frage. Einnahmen von Swissdopo sind rund 30 Millionen Franken pro Jahr, davon etwa die Hälfte Leistungsverrechnungen, sogenannten Leistungsverrechnungen, das heißt eben Einnahmen, die direkt aus der Bundesverwaltung kommen. Das heißt, die andere Hälfte ist Cash, eben Kunden aus Kantonen, Gemeinden, privaten Ausland. Jetzt die kommerzielle Tätigkeiten von Swissdopo ist eben auf ein Minimum reduziert, weil unsere eben Auftrag ist gemäß Artikel 1 Geoinformationsgesetz, eben das heißt diese sogenannten Geoinformationen oder Geodaten oder noch mehr Referenzdaten, also Grundlagedaten zur Verfügung zu stellen und die Einnahmen bezüglich kommerzieller Nutzungen sind sinkend, momentan unter 5 Millionen. Also es geht eigentlich um 5 Millionen Franken, die jetzt noch irgendwo... Nein, nicht. Nein, es geht um das Ganze schlussendlich. Weil die Einnahmen, die ich erwirtschafte, gut, die Leistungsverrechnung, das heißt eben innerhalb der Bundesverwaltung, sind einfach Papierenaustausch. Das ist am Schluss eben ein Nullsummenspiel innerhalb der Bundesverwaltung. Das kommt das schon in unseren Betriebsrechnungen, aber am Schluss eben, wie gesagt, ein Nullsummenspiel. Was ich nicht einkassiere, müssen die anderen Bundesämter auch nicht verwenden, papiermäßig. 15 Millionen Cash-Einnahmen. Es geht schlussendlich um diesen Betrag. Und? Weitere Fragen? Also ich bin der Spezialfall, das Herr Rammstein erwähnt hat. Wir haben diese Aktion gestartet und einige, also die Parlamentarier sind von uns letzten Freitag belästigt worden. Wenn Sie sich belästigt gefühlt haben, entschuldigen Sie, aber wir hatten keinen anderen Ausweg. Ich bin nicht ganz einverstanden mit der Gesetzesauslegung von Swissdopo. Herr Rammstein spricht von kommerzieller Nutzung. Ich habe mir die Preise rausgesucht, also zum Beispiel Landeskarten, also die Wanderkarten, die Sie kennen, 25.000, 50.000 bis 1 Million. Eine kommerzielle Nutzung von einer Swisscom, 20.000 Mitarbeiter, inklusive Aufträge an Dritte, kostet pro Jahr, lobenswert, 2.000 Franken. Das Problem, was wir sehen, ist, dass Swissdopo große Unterschiede macht zwischen kommerzielle Nutzung von Firmen, die davon richtig profitieren, also Swisscom profitiert massiv von, und das ist auch gut so, und dass sie, wenn Sie zurückgehen auf die Folie mit den Pfeilen, man hat gesagt, dieser Pfeil, dieser braune Pfeil, das Geld wieder zurückkommt zum Bund, es steht, Firmen profitieren, wenn Firmen profitieren und Geld zahlen, 8% gehen immer wohin? Mehrwertsteuer zum Bund. Also wenn Firmen daraus machen, wie eine Swisscom, egal wer, der Bund verdient immer mit. Wo ich ein bisschen Problem habe, ist, dass sie diesen anderen Pfeil durchgestrichen haben, wo sie das Geld kriegen sollten. Also es würde im Parlament liegen, dass sie das Geld zurückkriegen. Unser Spezialfall ist, dass wir die Daten ins Internet stellen. Und da hat Swissdopo mit dem neuen Gesetz
die Preise einfach drastisch, massiv erhöht. Also in unserem Fall von, sagen wir, 5.000 Franken auf 10.000 Franken. Und die Preise, die Swissdopo auch hat im Internet, sind um ein Faktor 8.000 höher als Google. 8.000. Also was ich bei Google irgendwie $4 zahle, zahle ich da das 8.000-fache. Da habe ich ein Problem. Danke. Ja, wir sind da, um dieses Problem zu lösen, also bitte. Ich möchte nicht Herr Henry einfach lui donneto, also ja, Unrecht geben, ja. Es ist eben, wir müssen einfach die Gesetze anwenden. Die Gesetze sind so jetzt ja, verabschiedet worden. Sie gelten seit 2008 und es gibt immer wieder beim neuen Recht Gewinner und Verlierer. Also ich schlage vor, dass wir ich möchte nicht allzu viel in einem als Spezialfall einfach. Ja, besten Dank. Ich denke, ich bin sehr froh, jetzt beide Seiten gehört zu haben. Und ich schlage vor, wir genießen jetzt dann den Hauptgang. Wir haben die Botschaften gehört und die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit ist sehr gerne bereit, auch an einem Gespräch zu viert oder zu fünf teilzunehmen, um zu schauen, wie wir konstruktiv damit umgehen können. Besten Dank also für die beiden Voten. Ist das okay so für Sie? In dem Fall vielen Dank, Herr Amstein. Auch Ihnen ein Sackmesser.